Hallo, ich bin Kirsten. Beim Schwimmen, gerade bei Menschen mit Behinderung, brauchen wir vielleicht doch das ein oder andere Hilfsmittel, was nicht unbedingt wichtig ist, aber komplett richtig ist, weil wir einen kleinen Auftrieb brauchen, weil wir eine Unterstützung brauchen, warum auch immer. Und diese Hilfsmittel möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Und jetzt geht's los. Hilfsmittel zum Schwimmen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben. Ich zeige euch die meistverwendeten, wie man sie einsetzen kann und was ich davon halte. Das für mich wichtigste Hilfsmittel ist die Poolnudel. Bei den Nudeln geht es ja darum, dass ich einen gewissen Auftrieb habe, dass ich also ein Gefühl dafür bekomme, wie trägt mein Körper sich im Wasser. Was habe ich für eine Wasserlage? Je mehr Nudeln, umso mehr Auftrieb. Auch das halte ich nicht unbedingt für Vorteile haben. Da muss man differenzieren, wie hoch ist derjenige gelähmt oder was hat er für eine Beeinträchtigung. Wenn die Arme sind beeinträchtigt, ist er relativ entspannt und ruhig im Wasser, kann man das mal probieren. Also ich gehe jetzt erstmal mit einer ins Wasser. Braucht man mehr Auftrieb, kann man natürlich auch zwei oder mehrere Poolnudeln einsetzen. Aber auch hier muss speziell der Trainer auf eine gute Wasserlage und damit gelenkschonenden und schmerzfreien Einsatz achten. Das geht sehr auf den Nackenbereich. Das strengt an. Wenn ich mich jetzt komplett entspanne, hänge ich so durch, was für Schwimmen besser ist, aber was keiner intuitiv macht. Also würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Bei Menschen mit Querschnittlähmung passiert es eigentlich immer, dass die Beine in der Bauchlage absinken, was der Wasserlage nicht gut tut. Abhilfe schafft in diesem Fall der Poolboy. Es ist so geformt, dass man es leicht zwischen den Beinen einklemmen kann und der Auftrieb hält die Beine oben. Ist man nicht in der Lage, den Poolboy aktiv zwischen den Beinen zu halten, kann man ihn mit Gummibändern fixieren. Das setzt auf jeden Fall voraus, dass man unter Wasser ausatmet und das machen leider die wenigsten. Macht man das nicht, atmet man sowohl ein wie auch über der Wasseroberfläche, ist das nicht gut für den Nackenbereich. Der Aquagürtel ist in Schwimmbädern weit verbreitet. Am Beispiel Aquagürtel sieht man deutlich, dass ein Hilfsmittel keine Universallösung sein kann und man unbedingt aufpassen muss, wie man es benutzt. Da ist vor allem der erfahrene Trainer und oder Schwimmlehrer gefragt. Also jetzt muss ich nämlich extrem hier vorne arbeiten. Und das geht sehr auf den Nacken. Wenn ich mich aber jetzt auf den Rücken lege, kann ich mich komplett entspannen. Also in dem Moment, wo ich nach vorne gehe, muss ich mit den Armen arbeiten. Wenn ich das nicht kann, wird es schwierig. Also ich würde sagen, für das eigentliche Schwimmenlernen und Wassergefühl ist der Aquagürtel nicht vorteilhaft. Einen Schnorchel kennt eigentlich jeder. Die Schnorchel, um Fische zu gucken, sitzen normalerweise seitlich an der Taucherbrille. Zum Schwimmen gibt es spezielle Schnorchel, die mittig vor dem Gesicht sitzen, um möglichst wenig Wasserwiderstand zu haben. So kann man den Kopf in einer natürlichen und nackenschonenden Haltung belassen und sich ganz auf die Schwimmtechnik konzentrieren, ohne den Kopf zur Atmung heben oder zur Seite rotieren zu müssen. Ein wesentlich entspannteres Arbeiten, eine wesentlich bessere Wasserlage und auch sehr viel schonender für alle Gelenke, inklusive Schultern, Rücken und sowieso dem Nacken. Handpaddle kommen eigentlich eher im Leistungstraining zum Einsatz. Gedacht, um den Wasserwiderstand der Hände zu erhöhen und damit einen Trainingsreiz zu erzeugen. Für Menschen mit bestimmten Spastiken, die die Hände betreffen, können Paddle aber den nötigen Vortrieb erzeugen, den eingeschränkte Hände sonst nicht in der Lage wären zu erzeugen. Paddle kann man in jeder Schwimmdisziplin einsetzen. So,
jetzt haben wir die Hilfsmittel auch abgefrühstückt. Und ich glaube, wir hatten wieder alle super viel Spaß und haben vor allen Dingen weniger Hemmung. Weil wir wissen, das Schwimmen ist safe.